Von der Einzimmer-Plattenbauwohnung zum Milliardär. Entspannt schlendert Zeigenial ziehen durch Bremen. Hier ist er aufgewachsen. Ich mag das einfache Leben hier. Ist viel gemütlicher. Als Enkel türkischer Gastarbeiter wächst Yalcin in einer 40 Quadratmeter Wohnung auf. Inzwischen wohnt er im höchsten Gebäude der Welt, dem Burj Khalifa in Dubai. Und hier lebt er ein Jet-Set-Leben zwischen Luxus und Promi-Freunden wie Rihanna oder den Kardashians. Also ich mag Chris sehr, also ist die Mutter, und Kendall ist auch sehr nett. Jason Derulo war gerade bei mir zu Hause vor 3 Tagen. Mit dem waren wir unterwegs. In Dubai sind ja sehr, sehr viele Celebrities. Der 33-Jährige hat über 1000 Mitarbeiter und gründet jeden Monat eine neue Firma. Heute ist sein Hauptgeschäft der Autoankaufservice Sell Any Car. Sein Erfolgsgeheimnis? Es gibt 2 Arten von Unternehmern. Einer Unternehmer ist der, der in einer Mine arbeitet und diesen Rohdiamanten aus dem Boden holt. Und der andere Unternehmer, der nimmt diesen Diamanten, macht daraus ein Schmuckstück. Ja, ich bin eher der Erste. Ich bin eher der buddelt und findet. Vor 9 Jahren war von Milliarden noch keine Spur. So, hier ist meine Heimat. Ich habe hier früher gewohnt, genau hier. Also nicht sehr weit von der Straßenbahn. Ich weiß gar nicht, ob es damals schon eine Straßenbahn gab. Das war mein Zimmer, beziehungsweise unser Zimmer. Also das erinnert mich immer an die Zeit, wo wir noch keine Waschmaschine hatten. Und es war auch nicht sehr weit, also nur 50 Meter von unserer Wohnung. Und hier konnte man immer für 1 Mark waschen. Hat Spaß gemacht als Kind. Nach Abitur und BWL-Studium mit 1er Schnitt schnürt Yalcin seinen Rucksack und wandert nach Dubai aus. Ich hatte jetzt noch eine Arbeitsgenehmigung oder auch noch kein Office, sondern habe mich einfach in ein Restaurant gesetzt und mit kostenlosen WLAN dann erstmal angefangen zu arbeiten. In seinem Online-Modehandel schuftet er anfangs 19 Stunden täglich. Inzwischen präsentiert der Innenminister von Dubai den 33-Jährigen sogar als Erfolgsbeispiel auf Konferenzen. Eine seiner Firmen ging gerade für 700 Millionen Euro an Amazon. Für Yalcin trotzdem kein Grund zum Abheben. Ich bin jetzt gestern angekommen, fliege morgen wieder. Aber ich komme immer wieder gerne her, um meine Familie zu besuchen. Die sind alle noch hier. Und natürlich meine Freunde, mit denen ich aufgewachsen bin. Also wir chillen einfach nur zu Hause. Ich will einmal ein bisschen abschalten, vielleicht 24 Stunden lang. Vielleicht eine Pizza bestellen. Wir gehen davon aus, dass er bezahlt.